Fort Meade, Maryland, USA. Deutsche und Amerikaner ehren die Gefallenen der Atlantikschlacht. Gedenken an die Opfer eines gnadenlosen Seekriegs. Der Krieg der U-Boote. Geführt von Männern, die gedrillt waren, nicht zu zweifeln. Verherrlichung des Krieges. Der Krieg ist das höchste aller Dinge. Hort der männlichen Bewährung und so weiter, ja? Dann fassen Sie sich heutzutage an den Kopf. Das war damals, so waren wir getrimmt. Getrimmt zu versenken. Für einen mörderischen Wahn. Einer der Toten von Fort Meade ist ein deutscher U-Boot-Kommandant mit einer ganz besonderen Geschichte. Es ist Werner Henke, U-515. Im Sommer 1944 wird sein Boot von alliierten Flugzeugen gestellt und angegriffen. In der Heimat gelten Henke und seine Männer als vermisst. Ich hatte meinen ersten Mann schon in Russland verloren, gleich zu Anfang. Dass ich nun noch mal einen verliere, das kann nicht sein. Seine Frau wird die ganze Wahrheit erst nach dem Krieg erfahren. Die Geschichte des Werner Henke beginnt Ende 1942, mitten im Atlantik. U-515 ist auf seiner zweiten Feindfahrt, wie sie es nennen. Nordwestlich der Azoren macht der Ausguck am Horizont die Rauchfahne eines Dampfers aus. Henke nimmt die Verfolgung auf. Er ahnt nicht, dass das fremde Schiff ihm zum Verhängnis werden wird. 6. Dezember 1942. 9 Stunden lang manövriert Henke sein Boot in eine günstige Schussposition. Dann ist es soweit. Durch das Periskop kann der Kommandant den Dampfer identifizieren. Ein britisches Passagierschiff, sagen die Bücher. Die Ceramic, White Star Line, die kleine Schwester der Titanic. Ich kam gerade von meiner Wache zurück und wollte mit den Kumpels im Salon Karten spielen. An Bord des U-Boots 1000-fach geübte Handgriffe. Tödliche Routine. Schon der erste Torpedo trifft. Du willst es erst nicht wahrhaben, aber dann dringt es in dein Bewusstsein. Das Schiff sinkt und du musst raus hier. Henke dreht ab. Sein Auftrag heißt versenken, nicht retten. Am nächsten Morgen, als der Sturm immer schlimmer wurde, hatte ich nur noch ein Stück Holz, an das ich mich klammern konnte. Und dann tauchte das U-Boot wieder auf. Henke kehrt an den Tatort zurück. Er soll Gefangene machen, um sie zu verhören. Und dann haben wir erst gesehen, was wir überhaupt angerichtet haben. Da ja Frauen und Kinder auch auf dem Schiff waren. Henkes Kriegstagebuch vermerkt, viele Leichen im Wasser. Es waren Soldaten an Bord, Marine, Heer, Luftwaffe. Auch eine Menge Krankenschwestern. Und viele Zivilisten. Vor allem junge Mütter, die mit ihren Kindern nach Australien wollten. Insgesamt waren 655 Menschen an Bord der Ceramic. Henke rettet nur einen. Ich fragte ihn, warum er nur mich gerettet hat.
Ich meine, um mich herum haben ja noch einige gelebt. Und er sagte einfach, es gibt keinen Platz auf einem U-Boot. Die kalte Logik des Krieges fordert mehr als 600 Menschenleben. Der Atlantik verschlingt die Opfer. Werner Henke wird in der Heimat das Ritterkreuz bekommen. Seine Mannschaft bastelt ihm vorab ein Duplikat. Er sagte, meine Pflicht ist, Versenkungsziffern zu erzielen. Wir müssen Erfolge nach Hause bringen. Nur mit Erfolgen können wir das Rad der Geschichte etwas beeinflussen. Sie wollen es zurückdrehen, Hitler und sein U-Boot-Chef Karl Dönitz, Anfang 43. Die Entscheidungsschlachten sind verloren. Moskau, El Alamein, Stalingrad. Was bleibt, ist der totale U-Boot-Krieg. Dönitz wirft alle Bedenken über Bord. Dönitz war absolut hitlerhörig. Und wir haben uns in der Operationsabteilung mehr als einmal gewundert, mit welcher Gläubigkeit Dönitz Entscheidungen von Hitler hinnahm, die wir so nicht für richtig hielten. Aber Dönitz hat das akzeptiert. Und setzt es in entsprechende Parolen um. Kämpfen heißt opfern und siegen. Der Kampf geht weiter. Die hohen Verluste seiner U-Boote lässt der Marinechef geheim halten. Die Wochenschau berichtet über vermeintliche Glücksbringer. Dieser Waschbär ist ein Geschenk der Reichshauptstadt an eine U-Boot-Besatzung. Er hat seine erste Fahrt glücklich überstanden. Auch Fridolin dümpelt im schweren Seegang. Das Bordmäuschen hat die Fahrt gut überstanden. Schwein muss ein U-Boot-Mann haben. Admiral Dönitz zeichnet besonders bewährte Unterseebootmänner aus. Der Marinechef weiß, jede neue Fahrt ist ein Himmelfahrtskommando. Und er weiß auch, das Kriegsziel seiner U-Boote ist längst unerreichbar. Denn in Amerika hat das größte Schiffbauprogramm der Geschichte begonnen. Jeden vierten Tag ein neuer Stapellauf. Sie heißen Liberty Ships, Dampfer für die Freiheit vom Fließband. Hunderttausende sind an ihrem Bau beteiligt. Ich habe für mein Land geschuftet. Bei jedem kleinen Rohr, das ich geschweißt habe, dachte ich an unsere Jungs drüben. Hoffentlich hält's. Die Liberty-Schiffe sollen Englands Versorgung mit Nahrung und mit Kriegsgerät sichern. Die Methode ist einfach. Mehr bauen, als die U-Boote versenken können. Everything was basic. Alles auf den Schiffen war so einfach wie möglich. Wenn sie ein, zwei Fahrten schafften, war das mehr als erwartet. Sie waren eigentlich schon abgeschrieben, bevor sie vom Stapel liefen. Beide Seiten wissen, das Schicksal der Konvois nach England wird den Krieg entscheiden. Im Nordatlantik tobt eine der wichtigsten Schlachten des Zweiten Weltkriegs. Zwischen Grönland und Island ist die Luftüberwachung der Alliierten noch schwach. Genau hier lässt Dönitz im März 43 angreifen. Er schickt 50 U-Boote. Eine Armada unter Wasser. Dönitz setzt alles auf eine Karte. Wenn wir aus der Reichweite unserer Flugzeuge heraus waren, südlich von Island und Grönland, dann wurde es ernst für uns.
Sie warteten in Rudeln auf uns, die sich über Dutzende von Meilen erstreckten. Sie mussten sich nur noch vor uns in Schussposition setzen. Für die Matrosen der Handelsschiffe ist die Überfahrt ein Höllentrip. Die schwersten Stürme seit 50 Jahren. Das quälend langsame Tempo. Der unsichtbare Feind. When they would roll, many a time I'd be laying in my bunk at night and thinking, this is it, it's not going to come. Ich lag oft nachts in der Koje und das Schiff rollte. Und ich dachte, diesen Brecher überlebt es nicht. Im Kopf dreht sich alles und du hast Albträume, in denen du jeden Augenblick mit dem Torpedo rechnest. Auf den U-Booten? Fieberhaftes Manövrieren. Im Sturm ist es leichter, unbemerkt in Schussweite zu kommen. Ein tödliches Spiel um Geschwindigkeit und Entfernung. Viele Opfer merken es erst, wenn der Torpedo einschlägt. Sie schlugen gegen die Kojen und brüllten: Schiff verlassen, Schiff verlassen. Der Hammer hat zugeschlagen. Damit war der Torpedo gemeint. Schiff verlassen, alles in die Boote. Doch wer den Untergang überlebt, ist nicht gerettet. Der Rest des Konvois darf nicht halten. Dann beginnt wirklich eine Art Mitleiden. Darüber haben wir nicht gesprochen, das gebe ich ehrlich zu. Das hat man mit sich selber abgemacht. Diese armen Schweine, haben wir gedacht. Ertrunken. Verbrannt. Im Öl erstickt. In den Geleitzugschlachten sterben 30.000 alliierte Handelsmatrosen. Zivilisten, keine Soldaten. Ich habe oft geweint. Denn sie haben uns ja gesagt, was mit den Schiffen passiert. Ich habe wirklich oft geweint. Denn sie waren doch ein Teil von uns. Wir haben alle geweint. März 43, der schwarze Monat für die Alliierten. Mehr als 100 Schiffe gehen verloren. Die U-Boot-Männer sehen kaum etwas von dem Leid, das sie anrichten. Nur manchmal kommt der Tod ganz nah. Das hören Sie ja, wenn ein Schiff untergeht, unter Wasser noch lange, wenn das sinkt, dann zerquetscht das Wasser dann die ganzen Bunker. Dann hört man, wie das Wasser irgendwo dort einbricht, wieder wie welche Schotten brechen. Und man hat den Eindruck, das passiert unmittelbar neben einem selber. Und das ist auch eine schaurige Sache. Insbesondere bei Geleitzügen, wenn da so 4, 5, 6, 10 Schiffe auf einmal gesunken sind, das war ein riesen Geräusch unter Wasser. Und lange hat man das gehört. Schlachtfeld Atlantik. Am Ende bleiben keine Spuren. Nur die Erinnerung gibt keine Ruhe. Die Versenkung der Reuben James verfolgt mich bis heute. Ich wache manchmal nachts auf und da steht alles wieder vor mir, diese Tragödie dort. Der Kommandant Erich Topp. Wie ihn die Wochenschau filmte und wie er heute über seinen Einsatz denkt. Es war eine Katastrophe. Und es war eiskaltes Wasser, das Öl schwamm dort überall und es brannte teilweise. Und die Leute, da sind ja 100 Leute von den 140 sind umgekommen. 100 Leute sind umgekommen. Spätes Mitgefühl eines Mannes, der von Hitler hoch dekoriert wurde. 34 Versenkungen. Der Kriegsherr schätzt erfolgreiche Helden. So wie Werner Henke einer zu sein scheint. Auch U-515 ist an den Erfolgen des Frühjahrs 43 beteiligt. Henke versenkt bei einem Angriff 7 Frachter.
Er gehört jetzt zu den sogenannten Assen unter den U-Boot-Kommandanten. Da kann er sich erlauben, die Parteilinie auch mal zu verlassen. Er hat mich mit dem Schiffsarzt nach Paris geschickt. Und da haben wir Schallplatten eingekauft. Und zwar moderne Musik. Glenn Miller and so on. Harmonien des Kriegsgegners aus den Bordlautsprechern. Für Abwechslung in der Kombüse sorgt Beute Buttercreme. Nach dem Einsatz wartet oft ein wochenlanger Rückweg. Erleichterung mischt sich mit Langeweile. Kartenspiel und Grübeln. Wer von den Lieben daheim wird den Bomben zum Opfer gefallen sein? In Hamburg, in Köln, in Berlin. Werner Henke ahnt nicht, dass sich währenddessen Unheil über ihn zusammenbraut. Er wird zum Angriffsziel alliierter Propaganda. Ich klage an. Der Kapitänleutnant Henke hat hunderte hilflose Schiffbrüchige kalten Blutes hingemordet. Die Versenkung der Ceramic. Er ließ die Überlebenden mit Maschinengewehren beschießen. Eine Lüge, aber wirkungsvoll. Das hat ihn belastet, weil er niemals ein Zivilschiff angreifen würde. Das hätte er nie getan. Das hätte er wirklich nicht getan. Das hat ihn belastet, dass man ihn beschuldigte damit. Heimaturlaub mit gemischten Gefühlen. Ein Sonderzug bringt Henke und seine Besatzung nach Hause. Nach ausgiebiger Feier. Die U-Boot-Fahrer werden herumgereicht. Und verwöhnt. Erholung in den Bergen. Die angenehmen Seiten des vermeintlichen Heldentums. Vor allem der Kommandant kommt in den Genuss der Popularität. Ja, ich würde ihn nicht mit Boris Becker vergleichen wollen. Da ist er mir zu schade. Aber so eine Popularität, so ungefähr war das. Henke zieht es nach den Monaten auf See immer wieder in die Berge. Und in die Nähe sportlicher junger Damen. Ich war in der deutschen Skinationalmannschaft. Und das haben wir immer das Training auf der Zugspitze im Herbst gehabt. Und da ist der Kapitänleutnant Henke oben, hat Urlaub gehabt, Kriegsurlaub. Und der hat die ganze neue deutsche Mannschaft natürlich kennengelernt. Und das hat ihn so fasziniert, dass er jährlich immer da hingekommen ist. Der Kriegsheld und die Skihasen. Doch seine Bekanntschaften bringen Henke auch in Konflikt mit dem Reich, dem er dient. In Innsbruck wird die Familie seiner Skifahrerin denunziert und im Gestapo-Gefängnis Herrengasse festgesetzt. Henke legt sich mit der örtlichen Gestapo an, wird dabei ausfällig, wie das Protokoll vermerkt. Der Vorgang geht bis zu Himmler. Doch Henke geschieht nichts und seine Freunde kommen wieder frei. Auf höchsten Befehl. Hitlers Reich braucht U-Boot-Männer wie ihn. Auch wenn seine Linientreue zu wünschen übrig lässt. Er hat immer gesagt, also wenn der Krieg aus ist, dann werden wir diese ganzen Parteibonzen da alle, wir wohnen in einer Straße in Innsbruck, wo so viele Bäume stehen, die werden alle da aufgeknüpft, alle auf diesen Bäumen werden die aufgeknüpft, diese ganzen Parteibonzen, hat immer noch geredet. Henke beim obersten Parteibonzen, ohne solche Pläne zu erwähnen. Mai 43, nur zwei Monate nach den Frühjahrserfolgen. Dönitz in der Krise. Zu immer mehr Booten bricht der Funkkontakt ab. Die Verluste steigen dramatisch. Der Marinechef weiß nicht, warum. In nur vier Wochen 43. Boote und Besatzungen. Mensch, das geht jetzt. Oft waren das Schwesterboote für uns, mit denen wir die Werftliegezeit mitgemacht haben, mit denen wir in Lorient im Stützpunkt waren und abends einen drauf gemacht haben. Und die haben sich plötzlich nicht mehr gemeldet. Und
Ja, und dann hat man natürlich daraus geschlossen, ja, die sind weg. Und wenn man dann wieder zurückkommt, sagt, ja, die sind nicht mehr da, die gibt es nicht mehr. Die endgültige Wende im Krieg der U-Boote. Die gefürchteten Jäger sind nur noch Gejagte. Unter den Gefallenen ist auch der U-Boot-Offizier Peter Dönitz. Später im Kanal Klaus, der zweite Sohn. Wie meine Brüder nun nacheinander gefallen sind, kam er zu mir. Ich hatte eine Angina und lag im Bett. Und dann haben wir da also, ja nicht stundenlang, ist übertrieben, aber dann haben wir Hand in Hand da gesessen und haben kein Wort gesprochen. Der Verlust verstärkt den Fanatismus. Dönitz schickt weiter Untergebene in die verlorene Schlacht. Er weiß nicht, dass ein Schlüssel zur Niederlage hier liegt. Bletchley Park im Norden von London. Das bestgehütete Geheimnis des britischen Empire. Eine kriegsentscheidende Geschichte, die zwei Jahre zuvor begann. Im Mai 1941 zwingen britische Flugzeuge und Schiffe ein deutsches U-Boot bei Island zum Auftauchen, U-110. Und sie erkennen ihre Chance, zum ersten Mal ein deutsches U-Boot zu entern. Als das U-Boot auftauchte, wollten wir es eigentlich rammen und versenken. Dann sah der Kapitän, dass die Besatzung über Bord gehen wollte. Da entschieden wir nicht zu rammen. Wir wollten uns das Boot schnappen. Die deutsche Besatzung hat eigentlich Befehl, ihr Boot und vor allem die Funkgeräte nie in gegnerische Hände fallen zu lassen. Alles drin lassen, raus, 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 so schnell wie möglich. Ja, was sollen wir denn unternehmen? Der Kommandant übersieht die Lage, nicht wir. Ich kann ja nicht die Sachen mitnehmen, um sie vielleicht oben anderen in die Hand zu geben. Also, dann außerdem wurde ja geflutet. Außerdem hatten wir gehört, irgendwo dringt Wasser ein. Also, wir waren todsicher überzeugt, das Boot geht also unter. Doch U-110 sinkt nicht. Britische Soldaten entern das U-Boot und erbeuten etwas, von dem sie nur ahnen, wie wichtig es ist. Eine Enigma. Die Entschlüsselungsmaschine der Wehrmacht. Die Deutschen glauben felsenfest, mit Enigma verschlüsselte Funksprüche seien abhörsicher. Die einzigen historischen Aufnahmen einer Enigma, heimlich gedreht von einem deutschen Luftwaffenoffizier. Jetzt ist die Wundermaschine Kriegsbeute der Briten. Bletchley Park hatte uns den besten Mitarbeiter geschickt und wir schauten uns alles an. Da war mir klar, was wir in Händen hatten. Denn er sagte, unglaublich, die Maschine, die Codebücher, alles, wonach wir den Krieg übergesucht haben. Und sie haben alles hier. Doch das Rätsel um Enigma steht 1941 erst am Anfang seiner Lösung. In den unscheinbaren Baracken von Bletchley Park beginnt ein Wettlauf mit der Zeit. Zwar wissen die Briten jetzt, wie Enigma funktioniert, doch die Deutschen ändern regelmäßig ihre Funkschlüssel. Hunderte von Wissenschaftlern arbeiten Tag und Nacht daran, den jeweils neuesten U-Boot-Code zu entschlüsseln. Oft sind sie zu langsam, wie beim Konvoi PQ-17 im Juli 1942. Wir wussten, dass die Deutschen unterwegs waren, um den Konvoi zu zerstören. Doch am entscheidenden Tag brachen wir den Code zu spät. Keine Information. Wir hatten versagt. Deutsche Flugzeuge und U-Boote greifen PQ-17 fast unbehelligt an. Von 36 Frachtern sinken 24 auf den Meeresgrund. Das war wohl der Tag, an dem wir den Männern auf See am nächsten waren. Wir gaben uns die Schuld. Es war wirklich eine traurige Zeit. Dann gelingt der Durchbruch in Bletchley Park. Mit diesem mechanischen Ungetüm, dem ersten Großrechner der Welt. Seit Frühjahr 1943 können deutsche Funksprüche fast im Handumdrehen entschlüsselt werden.
Das Projekt ist so geheim, dass es die Briten erst 1974 preisgeben. Wir durften damals nur sagen, dass wir wohltätige Arbeit leisteten. Wir durften keinem verraten, dass unsere Arbeit geheim war. Nicht mal unseren Eltern durften wir irgendetwas sagen. Von nun an haben die U-Boote einen unsichtbaren Feind. Die Besatzungen wundern sich, wie leicht sie vom Gegner geortet werden. Besonders gefährlich ist es, von Versorgungs-U-Booten Waffen und Treibstoff aufzunehmen. Wenn Sie mal eine Karte sich ansehen, vom Atlantik, Mittelatlantik, Südatlantik, und da so ein kleines U-Boot, das 80 Meter lang, 100 Meter lang, 7 Meter breit, das ist wirklich eine Stecknadel. Und wenn es getaucht ist, kann man sich gar nicht mehr eine Stecknadel sein. Eigentlich reiner Zufall, sowas zu entdecken. Kein Zufall. Technik. Angriff aus heiterem Himmel, weil der Gegner den Funkverkehr mitlesen kann. Ausgerechnet da kamen dann Amerikaner oder Engländer hin und haben diese ganze Ding da versenkt. Das kann doch kein Zufall sein. Amerikaner und Briten haben aufgerüstet. Schützenkonvois jetzt mit Flugzeugträgern und immer mehr Kriegsschiffen. Und nutzen ihren technischen Vorsprung. Sie fanden uns immer unter Wasser am Tage, wie es ja auch üblich war. Da waren sehr oft die Horchgeräte, die ESTIC-Geräte uns total überlegen. ESTIC, Sonar, oft das Letzte, was U-Boot-Fahrer hören. Dazu die jetzt lückenlose Luftüberwachung der Alliierten. Auch mit Radar. Ob aufgetaucht oder unter Wasser, die U-Boote können sich nicht mehr verstecken. Die Jagd ist erbarmungslos und mühelos. Man stürzte sich aus einer Wolke und da liegt das Boot. Bomben ausklinken, eine Runde fliegen und das war's. Ganz einfach. Man braucht keine Taktik. Wenn man eines findet, bombardieren. Was wir natürlich taten. Die Atlantikschlacht ist verloren. Weiterkämpfen ist militärisch sinnlos. Von 100 alliierten Konvoischiffen versenken die U-Boote nur noch eins. Dafür müssen sie ständig auf der Hut sein. Die Angst war immer da. Wir haben laufend aufgetaucht, Alarm runter. Aufgetaucht, Alarm runter. Überlebensstrategien. An Bord herrscht die Stimmung Totgeweihter. Ablenkung muss her. Jedes Boot hatte so seinen Lieblingsschlager. Und einer der Lieblingsschlager bei uns war dort das Karussell. Es dreht sich immer rundherum. Also so war auch unsere Grundeinstellung. Karussell dreht immer rundherum. Und die Welt scheint sich im Tanz zu drehen. Davon wird mir im Kopf so kunterbunt und dumm. Doch ich finde es trotzdem wunderschön. Schlager als Narkotikum im Untergang. Doch oft sind die Ängste stärker. Die enge Stahlröhre, der übermächtige Gegner. Einen hat man mal in der Kombüse beim ersten Wasserbombenangriff total durchgedreht. Ja, da muss man eine kleine Kinnhakennarkose verpassen. Viele der Männer haben sich freiwillig gemeldet. Viele waren begeistert. Jetzt holt sie die Wirklichkeit des Krieges ein. Die Todesangst hinterlässt bei vielen U-Boot-Männern für immer Spuren. Manche können es nicht ertragen. Auf einmal krachte es. Die Wasserbomben. Also ich habe 5, 6 Einschläge gehört. Bei den ersten Bomben fiel schon mal das Licht aus. Die Notbeleuchtung ging an, dann ist dann natürlich ziemlich gespenstisch da drin. Und dann hat es geheißen, Kommandant ausgefallen. Äußerste Ruhe im Boot. Kommandant ausgefallen. Peter Tschech, 25, hat sich erschossen. Ein Mensch, der am U-Boot-Krieg zerbrochen ist.
Doch Schwäche passt nicht zum Zeitgeist. Das war für mich unbegreiflich. Wir sind ja damals in dem Geist erzogen worden, kämpfen bis zur letzten Patrone. Dass dieser Mann sich da in der Situation erschossen hat, das haben wir eigentlich als Verrat an der Mannschaft gewertet. Oder ich zumindest. Wie kann der uns jetzt in der Situation allein lassen? So mehr oder weniger. Wenn er schon, dann soll er mit uns untergehen oder sowas. Nicht? Gemeinsam untergehen. Sprüche, die Dönitz seinen Männern einbläut. Mit dem Unterschied, dass der Admiral nicht mehr hinaus muss auf den Atlantik. Seine Berater bremsen ihn nicht. Dönitz fragte einen nach dem anderen, ob es also Sinn habe, noch weiter fortzufahren oder ob der U-Boot-Krieg im Atlantik aufgegeben werden sollte. Und ich sagte, wir müssen am Feind bleiben, um laufend Erfahrungen zu sammeln. Wofür sollen diese Männer Erfahrungen sammeln? Ein Opfergang fällt niemals leicht. Nicht? Und das war uns natürlich auch irgendwie klar. Opfergang. Ein Wort, das Dönitz gern verwendet. Ohne Rücksicht auf Verluste. Seine Männer hetzt er auf. Wer jetzt nicht angreift, ist ein Schwächling. Ein Funkspruch, entschlüsselt mit Enigma. Seinen Kommandanten gibt Dönitz den Befehl, gezielt auf alliierte Rettungsschiffe zu feuern. Seltene Amateuraufnahmen vom Auslaufen dreier Boote Ende 43. Für zwei wird es die letzte Fahrt sein. Abschied ins Ungewisse. Mit Jubel sind wir nie herausgefahren. Wir jubelten, wenn wir zurückkamen. Aber wenn wir rausfuhren, war das ein ganz stiller Abschied. Was Sinn des Wortes. Weil die meisten damit rechnen mussten, und das war ja allerhand, eben nicht mehr wiederzukommen. Auch Werner Henke muss wieder auslaufen. Frühjahr 44. Verpflegung und Waffen für viele Wochen. Blumen, die er zum Abschied bekommt, lässt Henke ins Wasser werfen. Wir sind kein schwimmender Sarg. Doch er weiß, was auf ihn wartet. Das hat er meinem Vater mal erzählt, dass das ganze Atlantik überzogen ist mit einem Netz, wie ein Netz von Flugzeugen. Und dass es eigentlich daraus gar keine drin mehr gibt. Und nun musste er das wieder fahren. Liebe Anita, schreibt Werner Henke am Tag des Auslaufens, die Zeit mit dir war die schönste meines Lebens. Ich küsse dich, dein Werner. Erst auf See erhält U-515 den Marschbefehl. Kurs Afrika. Die Jäger erfahren es zur gleichen Zeit. We ambush him. Just like when a bat. Ja, es war ein Hinterhalt. Wir erfassten sie auf dem Radar wie eine Fledermaus ihre Beute. Und wie die Fledermaus stießen wir aus heiterem Himmel herab und holten uns unsere Beute. An Bord von U-515 löst das erste amerikanische Flugzeug hektische Routine aus. Alarmtauchen, wie schon so oft. Henke versucht zu entkommen. Es war erster Ostertag. Habe ich ein Mikrofon gehabt, habe der Besatzung gesagt, wir haben Ostern, wir wollen uns gegenseitig ein schönes Ostern wünschen, dass wir gesund nach Hause kommen. Und mitten in dieser kleinen Ansprache, da kam die Meldung aus dem Horchraum, Schraubengeräusch in 270 Grad.
Eine US-Jagdgruppe hat Henkes U-Boot geortet. An unserem Horchgerät klang das etwa so. U-515 hat keine Chance mehr. Hörst du Zerstörergeräusche? Jetzt läuft der Zerstörer an. Und dann heißt es, Achtung, Wasserbomb, Achtung. Drei Zerstörer jagen das deutsche U-Boot. Wir bekamen dann den heiligen Segen von oben. Morgens um 9. Der Angriff dauert 6 Stunden. Eine Zerreißprobe für die Nerven der Männer. Risse im Bugraum. Wasser in den Batterien. Und das war natürlich sehr gefährlich. U-515 wird sich nicht mehr lange halten. Das Schicksal der Besatzung liegt jetzt in der Hand des Kommandanten. Da hatte ich den Eindruck, der Kommandant wollte nicht auftauchen. Er wusste ja, was ihm bevorsteht. Wenn er auftaucht, kommt Gefangenschaft. Ich klage an. Der Kapitän Leutnant Henke hat hunderte schiffslose Schiffe durch kalten Blutes hingemordet. Er hat mir das erzählt, dass ein U-Boot sich versenkt, bevor man lässt, übergibt man nicht dem Feinde. Und da habe ich gesagt, aber jetzt du doch nicht mehr. Ich bin doch da, das kannst du mir doch nicht antun. Und wenn du in die Gefangenschaft kommst, die geht einmal zu Ende. Und jeder Krieg geht einmal zu Ende. Aber dann ist man in Sicherheit, hat man geglaubt. Habe ich auch geglaubt. Und jetzt versprich mir, dass du das nicht tust. Denn ich möchte gerne Leben zurückhaben. Und das hat er mir versprochen, in der Hand, fest. Guckte ich ihn ganz scharf an, atmete er tief durch. Es dauerte etwas, einige Sekunden, die wurden mir zu Stunden, die Sekunden. Tauchen sie auf. Und die ging er so etwas rückwärts. Am 9. April 1944 ist für die Männer von U-515 der Krieg vorbei. Beide Seiten sind erleichtert. Wir fühlten keine Feindschaft. Wir wussten, was ihr Job war, und sie kannten unseren. Sie zu erwischen, bevor sie uns erwischten. Gefangenschaft bedeutet Überleben. Nur für den Kommandanten geht der Krieg weiter. In Fort Hunt, Virginia, wird Henke von US-Offizieren verhört. Er weiß, dass ihn die Briten vor ein Kriegsgericht stellen wollen, wegen der Ceramic. Die Amerikaner drohen, Henke auszuliefern, falls er nicht Geheimnisse verrät. Er ahnt nicht, dass sie diese Drohung niemals ernst machen würden. Ein U-Boot-Kommandant gerät zwischen alle Fronten. Er wusste, dass er zum Tode verurteilt ist. Er wusste aber nicht, dass es eine Lüge ist. Verrat oder Kriegsgericht, so sieht Henke seine Aussichten. Seiner Frau schreibt er: Liebe Anita, ist es mir vorherbestimmt, dass ich immer den schwersten Weg zu gehen habe? Der Brief weckt dunkle Ahnungen. Es geht hin und her. Mal haben sie eine Zeit lang, da hoffen sie, fest überzeugt, dass die Hoffnung, dass das in Ordnung geht, und dann kommt wieder eine andere Zeit, wo sie ganz tief unten im Keller sind. Aber man hat ja immer noch ein bisschen Hoffnung in der Ungewissheit. Vergebens. Werner Henke macht seiner Qual selbst ein Ende. Er klettert in den Stacheldraht des Lagers und wird von Wachen erschossen. Ein Opfer der Atlantikschlacht, das nicht auf dem Meer gestorben ist. Ich habe vom Adolf Hitler ein Telegramm bekommen, ja.
Herzliches Beileid, Adolf Hitler. Das war alles. Solche Telegramme häufen sich. Der Krieg wird noch ein langes Jahr dauern. Der U-Boot-Chef schickt weiter neue Boote in die Schlacht. Manche ohne Ausbildung. Er lässt immer größere Bunker bauen, auch von KZ-Häftlingen. Und er lässt sich inszenieren als väterlichen Marinechef. In Stralsund, auf dem Schulschiff Ostwessel, steigt die Flagge des Oberbefehlshabers der Kriegsmarine empor. Großadmiral Dönitz kommt mit Reichsjugendführer Axmann an Bord. Er besucht die Jungen der Marine HJ, die hier zum Reichssportwettkampf versammelt sind und die einmal auf unserer Kriegsflotte ihren Mann stehen werden. Kanonenfutter für die längst verlorene Atlantikschlacht. Missbrauchte Begeisterung. Mit meinen U-Boot-Fahrern kann man dem Teufel den Bart abscheren, sagt der Großadmiral zu den Jungen. Auf seine Frage, was willst du einmal werden, kommt prompt die Antwort: U-Boot-Fahrer, Herr Großadmiral. Und ihr? Einstimmig? U-Boot-Fahrer, Herr Großadmiral. Grenzenlos gläubig. Unter mir waren also die Anwärter für künftige Aufgaben. Wir haben damals, zu der damaligen Zeit, 1944, immer noch an den Endsieg geglaubt. Immer noch geglaubt, irgendeine Wunderwaffe könnte den Vormarsch der Russen stoppen oder die Engländer stoppen. Wir haben als junge Menschen daran geglaubt. Die einzigen Wunderwaffen, die Dönitz zu bieten hat, sind kleine Motorboote, die mit einer Sprengladung gegen den Feind geschickt werden sollen. Kamikaze zur See. Oder Klein-U-Boote. Die Hälfte der Freiwilligen ertrinkt schon bei den Probefahrten. Wer so etwas verantwortet, verspielt jeden Kredit. Bei der Aufnahme in die U-Bootswaffe, als junger Leutnant, wurden wir ihm persönlich durch Handschlag in die U-Bootswaffe aufgenommen, war man schon beeindruckt von seiner Persönlichkeit. Aber die Verantwortung an sich für die vielen, vielen Opfer, die der U-Bootskrieg gekostet hat, die kann ihm keiner nehmen. Und die muss er selbst tragen. Die Verantwortung für das tragische Finale des Seekriegs im Atlantik. Am Ende hat die U-Boot-Jagd mit einer Seeschlacht nichts mehr zu tun. Eher mit einer Exekution. Mit Tausenden von menschlichen Tragödien. Meine Großmutter hat nie akzeptiert, dass ihr Sohn nicht zurückkommt. Sie hat die Todesnachricht nicht akzeptiert und immer gesagt, das stimmt nicht, er kommt zurück. Der ist irgendwo im Ausland geblieben und lebt da und irgendwann wird er sich melden. Zurück bleiben Wunden, die nicht verheilen wollen. Das war entsetzlich. Die Jahre, die ich gebraucht habe, um damit fertig zu werden, die möchte ich nie wieder erleben. Die würde ich auch nicht nochmal erleben. Drei von vier U-Boot-Fahrern haben den Krieg nicht überlebt. 30.000 junge Männer in Gräbern aus Stahl.